Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Episode der Arcania Schwarze legendären Gruffkönig-Kampagne. Wir haben endlich Khemri eingenommen mit einer wirklich sehr gut ausgebauten Stadt und sind in der Lage, weitere Ushabti zu bauen und allen möglichst andere Gedöns. Und wir sind allerdings sonst auf der Suche, einen Hero-Titan zu bauen. Tatsächlich ist Khemri allerdings immer noch nicht wirklich ausgeschaltet. Sie haben eine ganze Menge weitere Ländereien hier im Nordosten und ihre öffentliche Ordnung sieht sehr, sehr gut aus. Trotz allem denke ich, wir haben ihre Hauptstreitmacht erledigt und sollten als nächstes weiter in den Süden marschieren, zur schwarzen Pyramide des Nagash und um als nächstes hier die, wie heißen sie, die Dynastie von Rakaf auszuschalten, deren Armee deutlich weniger qualitativ hochwertig ist als die von Khemri. Und das machen wir auch. Hier bauen wir gerade unsere Ushabti-Armee auf. Und mir hat ja letztens Dialga 937 geschrieben, dass die Boni in meinem Forschungsbaum nicht nur für die Armee der jeweiligen Dynastie gelten, sondern für alle Armeen, was diese Updates, diese Upgrades deutlich besser macht. Und deswegen holen wir uns sofort die Ankündigung der ersten Dynastie, mit der wir uns 10% weiter bewegen können. Das wird sehr, sehr nützlich sein. Und hier können wir uns, glaube ich, auch einen neuen General holen. Und zwar Lamizash der 4. Dynastie, der mehr Ushabti ermöglicht und auch den Nahkampfangriff der Ushabti verbessert. Deswegen nehmen wir ihn hier mit und sollten dann in der Lage sein, weitere Ushabti zu bauen. Ganz genau, das sind wir auch. Und ja, die nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir gerne mit. Dann wird es nämlich eine richtig schöne, also ihr habt die maximale Anzahl für diese Armee rekrutiert, ach so, okay. Ja, schmeißen wir ein paar Vampirfledermäuse raus und holen noch ein Regiment Ushabti mit dazu, auch wenn es nochmal einen Zug weiter länger dauert. 1, 2, 3, 4, 5 Ushabti, das kann sich doch sehen lassen. Vielleicht können wir noch einen Necrotecten rekrutieren, ja, wir können. Anzahl der kämischen Kriegsfinks sind plus 1. Das sind zwar keine Ushabti, aber okay, wir nehmen ihn dazu und packen ihn nachher hier in diese Armee rein. So, ich denke, das ist in Ordnung. Palast des Zauberkalifen. Ach ja, bauen wir jetzt erstmal nicht auf, weil wir warten, dass wir auf dem nächsten Zug eine Lade der verdammten Seelen haben beschwören können. Deswegen kaufen wir uns jetzt erstmal nichts. Öffentliche Ordnung, wo ist es? Sieht auch gut aus, abgesehen von hier. Hier kriegen wir in der nächsten Runde gleich eine Rebellion rein, was ein bisschen schade ist, aber ich denke, wir kriegen sie klein. Wir schicken einfach einen unserer Generäle rüber. Und wir können vielleicht einen austauschen, weil der geht jetzt gerade nicht. Der braucht noch eine Weile, bis er wieder zurückkommt dadurch, dass wir ihn gefeuert haben. Okay, dann, wir können ihn hier bewegen. Wir können ihn bewegen und das tun wir jetzt auch. Wir bewegen ihn auf die ganze Entfernung rüber. Die sind zu weit weg, um uns zu stören. Vielleicht können wir ja trotzdem noch was bauen. Ja, wir können trotzdem noch was bauen. Sind zwar nur zwei, aber immerhin. Die werden wir dann anschließend, wenn wir die Rebellion zurückgeschlagen haben, auch regenerieren. Hier haben wir einen Zauberer. Was kann der lernen? Ja genau, ich wollte doch endlich auf Pupo, sondern des Xereus gehen. Ansonsten nehmen wir hier reduzierende gegnerische Führerschaft. Erhöhte Zauberreichweite beim Seelenraub lohnt uns irgendwie nichts, obwohl es reduziert auch die Winde der Magie. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber nehmen wir mal Finsternis der Verzweiflung. Mit etwas Glück können wir dann gegnerische Armeen früher zerfallen lassen. Und hier haben wir noch einen Gruftprinzen, der aufleveln will. Gruftprinzen machen wir zu Nahkampfmonstern, das ist mein Plan mit ihnen. So, den können wir mal hier lassen. König Wakaf, was hat er eigentlich für besondere Fähigkeiten? Nahkampfer, der hat die Standardfähigkeiten, die ich ihm gegeben habe. Und ansonsten keine besonderen Fähigkeiten, so wie es aussieht. Aber er ist sehr gut mit Bogenschützen. Und er ist sehr gut mit normalen Skelettkriegern und, Moment, mit was ist er noch gut? Gruftwache, Skelettkrieger, Speerträger, Gruftwache, okay, den können wir auch ein bisschen Gruftwache in die Armee reinstopfen. Und den Karastischen Krieger waren, glaube ich, auch besser. Ja, dann geben wir ihm von mir aus auch noch
Also hier können wir gar nichts mehr super tolles mit reinpacken. Na gut, packen wir noch ein bisschen Skelettspeerträger rein. Das schadet nicht. Um die Linie ein bisschen 1, 2, 3, 4, 7 zu vergrößern. Und dann sollten wir vielleicht noch irgendwas Großes mit dazu packen, um unsere Bogenschützen zu bewachen. Da haben wir jetzt eigentlich gerade diese Grabjäger, die gut gegen groß sind. Ich glaube, davon nehmen wir mal ein Regiment mit. Und was noch? Noch ein Streitwagen wäre nicht schlecht, um den Gegner ein bisschen zu stören. Hier noch ein Skelettstreitwagen mit. So, die andere Armee, hier um nach Arkan den Schwarze, die ist natürlich die beste, die wir haben. Macht allerdings seine Armee jetzt nicht unbedingt viel besser. Er hat so viele Boni, ich blicke gar nicht mehr durch, was das alles ist. Hier erforschen wir gerade ein paar Bogenschützen. Können wir vielleicht gerade noch weitermachen. Für eine Weile. Ein paar mehr Bogenschützen sind gut. Es hat sich herausgestellt, dass die nützlich sind. Achso, wir können gerade keinen weiteren erforschen. Naja, okay. Was stattdessen? Wir haben hier schon Augen der Wüste und Giftkrieger des Ashab. Hier können wir eigentlich von mir aus dann nochmal so einen Trupp reinbringen. Und damit große Einheiten zu jagen. Jetzt haben wir schon die mit Gift angegriffen. Augen der Wüste Grabjäger. Nehmen noch hier mal ein Grabjägerregiment mit. Gut. Können wir hier eigentlich noch geschafft den Großbogen rekrutieren. Nee, das geht nur hier oben. Nee, wo ist es? Vorhin habe ich es doch gesehen. Vielleicht war es eine besondere Fähigkeit von dem General. Na, egal. Gut, wo sind noch unsere Offiziere? Die latschen auch noch irgendwo rum. Hier haben wir noch einen Necrotecton. Den können wir da eigentlich in diese Armee mit reinbringen. Weil da ein paar Konstrukte rumlaufen. Machen wir das einfach mal. Da ist ein bisschen nur ein Zauberer drin. Mobilität steigern ist immer gut. Gut, und dann hier rekrutieren wir erstmal noch weiter. Entschuldigung, dass das jetzt so lange dauert, aber ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Hab ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Da haben wir noch irgendwo einen Offizier. Oh, das ist unser ganz wichtiger Necrotech. Den dürfen wir nicht einfach so verlieren. Den sparen wir uns lieber auf. Das ist mir zu gefährlich mit den ganzen gegnerischen Helden, die gerade durch die Gegend laufen. So, da haben wir den. Den haben wir gerade rekrutiert. Kampf hat sich bewegt. Hier haben wir alles fertig gemacht. Sehr gut. Siedlungsverbesserungen sind verfügbar, aber die lassen wir erstmal weg. Jetzt kommt erstmal die Rebellion. Und los geht's. Ach ja, ich habe übrigens letztens mit der Hamstermama gesprochen. Sie hat wieder anklingen lassen, dass sie vielleicht doch Lust hat, mal eine Runde Total War Warhammer zu spielen. Wegen einem Kommentar von Legatus in einem ganz, ganz alten Video. Ich bin gespannt, ob wir das tatsächlich durchziehen können. Und wir sind noch gespannt auf die Fraktion, für die wir uns entscheiden werden. Och, Camry, die Nervbacken. Gescheitert, verwunden gegen Fürst Kavatun. Ich schätze mal, eigentlich ist das Imperium die Fraktion, mit der man sich am einfachsten identifizieren kann als neuer Total War Spiele, Warhammer Total War Spiele. Macht eigentlich auch Sinn. Oder die Bretonen. Bretonen geht auch noch. Die greifen gleich an. Was ist denn auch Bretonen? Okay. Na toll. Wir können Ushabti vielleicht spawnen. Unsere Kavallerie, eine helkarassnische Reiter. 33 und 40. Deutlich besser als die berittenen Freibauern. Deutlich besser. Auch von der Rüstung und allem her. Und dann sind da nur Bauern Bogenschützen. Und wir haben ja ziemlich viele Schilde und unsere eigenen Bogenschützen, aber er hat noch einen General. Ja gut. Den machen wir. Ich habe das Gefühl, wenn wir den Automat durchführen, diesen Kampf, werden wir verlieren. Wenn wir allerdings ihn per Hand schlagen und mit etwas Glück unsere Ushabti im richtigen Moment finden. Falls wir genug Einheiten auf dem Feld haben. Es könnte eng werden. 375. 1, 2, 4. Doch, es müsste reichen. Müsste reichen, aber vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt dann schon zu spät. Gut, und ich hoffe inständig, dass nicht wieder dieser Audio-Bug niemals mehr auftritt, der neuerdings ab und zu mal passiert und mich sehr, sehr ärgert. Vermutlich werde ich nicht so viel Glück haben.
Gut, unser Gegner ist der Angreifer. Dann muss er auf uns zukommen. Stellen wir uns mal hier auf. So. Eins. Bogenschützen. Kavallerie. Nee, karassische Krieger. Los geht's. Kommt her. Sie rennen, erschöpfen sich schon mal ein kleines bisschen. Ist immer gut. Nein, er rennt nicht wirklich. Na, so ein bisschen. Bisschen. Eine Mischung aus Rennen und nicht Rennen. Wir können unsere Bogenschützen so aufstellen, dass wir... Ja, wir müssen unsere Bogenschützen verteidigen und gleichzeitig verhindern. Also wir müssen sie verteidigen vor der gegnerischen Kavallerie. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig müssen wir die gegnerische Kavallerie abfangen. So, dann laufen wir noch ein bisschen nach hinten. Oh. Lauft! Okay, sieht so aus, als wollen uns unsere Gegner wissen. Sieht so aus, als wollen sie es wissen. Es sieht momentan ganz gut aus. Ich hoffe, wir können noch gut schießen. Das sieht momentan nicht ganz so gut aus. Hier laufen den hinterher. Hier schießen wir auf diese Bogenschützen. Kommt schon, schnappt sie. Und ihr lauft nach vorne und fangt unsere Gegner ab. Ihr beschießt auf die berittenen Freibauern hier links. Das wird sie hoffentlich zur Flucht treiben. Ah, die sind jetzt auf einmal auf jeden Fall mit einem Hammer- und Amboss-Manöver gefangen. Nur rechtzeitig. Ah, okay, okay, sehr gut. Sehr gut. Die sind weg. Die flüchten auch. Die schießen wir dann auch noch. Die lassen wir nicht entkommen. Und hier gehen wir weiter. Ihr geht auch weiter. Los, 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 los. So, unsere Bogenschützen. Ja, die sind, glaube ich, in Ordnung. Ihr Zustand ist gut genug. Können wir jetzt hier weitergehen und sie ärgern. Okay, vergessen wir die. Die bewegen sich so doof, dass wir ihnen nichts anhaben können. Wir machen kurz ein Flankenmanöver. Diese berittenen Freibauern, das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Die sind gleich futsch. Hier schießen wir drauf. Hier machen wir einen Gegenangriff. Ist nicht optimal, aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, um ehrlich zu sein. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. So, die sind gebrochen. Nein, 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 ihr greift schon weiter gegen die. Auf die an. Dann schnappen wir uns die Jungs. Wir können uns zum ersten Mal seit langer Zeit eine Nahaufnahme erlauben. Wenn wir uns gut ansehen, wie diese armen Bauern weggestoßen werden. Das machen wir gleich weiter mit dem nächsten Regiment. Unser General, den versuchen wir, unsere Generalseinheit versuchen wir am Leben zu erhalten. So. Ah, das ist nochmal ganz nett. Na, passiert nicht viel. Ich will nicht so wirklich viel aufpassen. Wir können mal auf den gegnerischen General schießen. Und unsere restliche Armee jetzt einfach mal dazu benutzen, den Gegner weiter zu verfolgen. Hier zum Beispiel, die laufen sonst weg. Ah, der ist gebrochen. Gut. Dann schießen wir auf ihn. Schauen wir mal, ob sein kleines Schildchen alle unsere Pfeile abfangen kann. Ja, er ist schon ganz gut. Er ist schon ganz gut. Machen wir mal kurz diese Schusskurven aus. Ah, er hat keine Lust mehr. Er hat keine Lust mehr und haut ab. Er hat keine Lust mehr. Kriegen wir ihn eigentlich kaputt? Meine Güte. Wir schießen wie blöd auf ihn. In seinen Rücken. Aber es scheint ihn nur mäßig. Meine Güte, Blut und wie das Blut spritzt, das ist ja unglaublich. Aber es scheint ihn abgesehen davon nur mäßig zu beeindrucken. Seine Rüstung hält. Drei Pfeile taft. Der Pfeilsturm tobt, die Rüstung hält. So, lass ihn mal in Ruhe. Vielleicht kann die Kavallerie was machen, um ihn zu erledigen. Das fände ich ganz gut. Vielleicht hätte ich die Kavallerie eher dazu benutzen sollen, die restlichen Einheiten zu fangen. Aber nee, die Kavallerie macht einen guten Job bei der Sache.
Was die Pfeile nicht besorgten, holen sich jetzt die nekromantischen Reiter. Und das ist es. Sehr schön. Gut, das ist deutlich besser ausgegangen, als ich mir das erhofft habe. Nekromantische Reiter haben sich ausgezeichnet geschlagen. Die Freibauern hatten uns nichts entgegenzusetzen. Gralsjäger. Was für ein interessanter Name. Gralsjäger. Sehr schön. Schatzkammer, Bewegungsreichweite brauchen wir eigentlich nicht. Kanopenkrüge 30, Einheiten verstärken, bringt das nicht viel. Nehmen wir die Kanopenkrüge mit. Und sie leben noch und werden in der nächsten Runde mit Verstärkung zurückkommen. Klar, unsere Armee ist ja auch gleich da. Feindliche Heldenaktivität, Dynastie erforscht, Ankündigung der ersten Dynastie plus 10%. Bewegungsreichweite, sehr gut. Sehr gut. Achso, mir wurde außerdem gesagt, dass ich mehr Missionsschlachten machen sollen. Da soll ich hier oben drauf auf Mission Aufgaben klicken. Und es gibt zwar den Stab von Agasha, aber dazu müssen wir kämpfische Kriegsfinks rekrutieren. Weiter geht's nicht. Ja. Leider gibt's keine anderen Missionen in dem Bereich. Okay, jetzt hoffen wir nur, dass er in seinem nächsten Zug nicht zu viele zu gute Truppen bekommt. In Martek wird er wahrscheinlich nicht überrennen können. Aber hier laufen wir trotzdem so schnell es geht nach Bel Aliad weiter. So. Ah, wir haben 8000 Gold und können wir... Nein, wir haben noch einen Zug für die Lade der Seelen. Das heißt, wir können uns jetzt wahrscheinlich irgendwo schon was leisten. Wie ist es hier? Haben wir jetzt noch weitere Uschabte zur Verfügung? Nein, alle sind aufgebraucht. Können wir uns vielleicht noch irgendeine andere tolle Truppe leisten? Ich denke mal, die ist schon ziemlich gut. 1, 2, 3, 4, 5 mal Uschabti. Wenn wir noch einen Necrotech dazu packen, können wir prinzipiell machen, aber dazu müssen wir eine Einheit rauswerfen. Machen wir mal einen Skelettkrieger-Einheit weg. So, und dann kann er da rein. Und deren Mobilität steigern. Sehr gut. Sehr gut. Und haben wir den Hero-Titan? Nein, noch nicht. Wo ist der Hero-Titan? Hier ist er. Wir brauchen Stufe 5. Und Stufe 5, das dauert aber nicht mehr so lange. Das haben wir bald. Bald haben wir Stufe 5. Oh, wir können aber die Uschabti mit Großbogen noch haben. Warum eigentlich nicht? Kosten 6000. Sind wir bei 2000 Gold, aber im nächsten Tag wieder 5000. Die nehmen wir doch. Leute, die nehmen wir mit. Das wird unsere beste Armee, die wir jemals hatten. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Wir können jetzt auch nichts mehr bauen. Wie sieht es mit den Armeen hier hinten aus? Die sind in ganz gutem Zustand. Damit können wir jetzt eigentlich schon fast weitergehen. Wie sieht es mit Khemri aus? Schwierigkeitsstufe, Steuern, Korruption, Instabilität der Provinz ist schon recht wieder zurückgegangen. Die Orks nerven uns ein bisschen. Leider haben wir nur Khemri und Sandri, aber die erhöhen ja die öffentliche Ordnung hier. Um plus 8. Mir wurde gesagt, das ist nicht kumulativ hier. Plus 4, plus 6 und plus 8. Das ist überraschend. Muss ich jetzt mal nachgucken. Gebäude plus... Guckt euch das an. Unsere Gebäude geben uns plus 14 öffentliche Ordnung. Also, das ist die Cambridge-Gruftstadt, die hat 5, die hat 8, also das 13, ja okay. Und irgendwo kommt wahrscheinlich noch der Rest her, sehe ich jetzt zwar nicht. Aber irgendwo, okay, ja, es ist nicht kumulativ, ich habe mich geirrt und jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, tut es mir leid, es tut mir so leid, dass ich das gesagt habe, es kommt nicht wieder vor. Okay, aber ansonsten können wir hier noch ein bisschen rekrutieren. Hier haben wir schon dreimal Gruftwache. Ich denke, da können wir sie nochmal eine... Die Phalangiten mit rein. So. Die Armee ist sehr fernkampfstark, was Bogenschützen angeht. Und hat eine gute Kampflinie. Und ein bisschen Mobilität und Artillerie. Ich denke, das ist okay. Die können wir so lassen. Hier haben wir eine Armee, die hat ein bisschen deutlich bessere Mobilität. Starke Lords. Was können wir da noch mit reinpacken? Ah, hier gibt es Uschabti mit Großbogen. Ist das der Necrotech, der das hat? Ist das der Necrotech? Okay, nein. Es ist nicht der Necrotech. Sieht auch total bescheuert aus, der Kerl. Der sollte mal zu Wellness gehen. Ja, okay. Sollen wir hier vielleicht noch einen Streitwagen mit dazu packen? Nehmen wir einen Streitwagen mit. Okay, ich glaube, das ist nicht meine stärkste Armee. Aber was sonst?
Gut, Forschung verfügbar, darf ich nicht vergessen. Das können wir jetzt erstmal nicht machen. Nehmen wir aber dann bald, sobald wir das Geld wieder haben. Und erforschen wir mal das hier. Beziehungsweise mehr Necrotekten wären gut. Habe ich jetzt schon alle erforscht. Und hier hinten will ich bald mal hinkommen. Mehr Rüstung. Fähigkeit Raserei. Letzter Hieb. Das wird sicher nützlich sein. Ich muss mal ein paar weitere Kanopenkrüge sammeln. Dann machen wir erstmal das hier in der Zwischenzeit. Gut, und ab in den nächsten Zug. Hakobost, ich habe dich ganz vergessen. Zum Glück hast du deinen Befehl weiter ausgeführt und verziehst dich in die Sicherheit. Zurück. Damit du nicht assassiniert wirst von irgendeinem blöden gegnerischen Luftprinzen. Das könnte... So, also Palast des Zauberkalifen, haben wir eine extrem starke Armee. Da freue ich mich drauf, die gegen unsere Gegner zu werfen. Können wir im nächsten Zug eigentlich loslegen. Und dann machen wir... Ach, zum Glück zwei Fehlschläge beim Gegner. Dann machen wir ein Zangenmanöver von Norden. Greifen wir nach Süden an mit unseren zwei Armeen. Puh, das hat eine ganze Menge Kriege erklärt. Und dann kommen unsere Ushabti-Armee von Westen. Das sollte gut funktionieren. Erfolg, Garnison angreifen, na danke. Und was machen die Rebellen? Kommt ihr gleich wieder? Nein, sie kommen erstmal nicht wieder. Gut. Soweit in Ordnung. Fehlschlag, Eigenschaft erhalten, das Glück ist mit den Tapferen oder mit den Narren. Bla bla blub. Ritus, feindliche Heldenaktivität, bla bla blub. Das ist alles völlig in Ordnung. So, aber 20 Minuten sind wieder um und ich möchte diese Videos ja euch nicht zu lange, damit zu lange auf die Nerven gehen. Deswegen gehen wir in die nächste Runde beim nächsten Mal. Dann geht es allerdings schneller voran, denn ich bin jetzt wieder drin. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.